Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog, ein Kanal, wo ich Ihnen EM, effektive Mikroorganismen, vorstellen möchte, Terra Preta Produkte und Themen zur Begrünung der Erde. Heute ein EM-Thema, ein reines EM-Thema, nämlich die Vermehrung von EM. Wir werden auch gleich eine kleine Außenaufnahme machen, wie wir selber EM vermehren. EM steht für effektive Mikroorganismen. Das ist diese Mischung aus Milchsäurebakterien, Hefen und Photosynthesebakterien, so ähnlich wie Sauerkrautsaft, Sauerteig, Kefir, was Ihnen einfällt, Silage, ähnliche Mikrobiologie wie im guten Humusboden oder im Regenwurmdarm. Also eine Mischung, die natürlich vorkommt, jetzt keine irgendwelchen Wunderbakterien oder so, sondern eine symbiotische, natürliche Mischung, die man gemeinsam vermehrt. Und wir vermehren die mit Melasse. Das ist schon mal das erste. Der erste wichtige Geniestreich der EM-Erfinder, die aus Japan kamen, Professor Higa und Toshiro Nage und so weiter. Wir vermehren EM mit Melasse. Und zwar, wir persönlich nutzen 5% Melasse, oft wird auch 3% Melasse verwendet. Also relativ wenig, 50 Milliliter auf 1 Liter. EMA, fürs vermehrte EM, machen wir Melasse. Das ist die Nahrungsmittel für die Mikroorganismen, Melasse. Und Melasse ist ja an sich schon ein kleiner Wunderstoff. Da gibt es ja richtig Bücher, heilen mit Melasse und so weiter. Man kann sich im Grunde vorstellen, denn Melasse ist ja ein Abfallstoff aus der Zuckerindustrie. Und da wird also im Grunde Zuckersaft, Zuckerrübensaft oder Zuckerrohrsaft eingekocht. Wir nehmen immer Zuckerrohr, das hat bessere Eigenschaften für die EM-Herstellung. Es ist schon von vornherein ein bisschen saurer, es hat mehr Mineralien für uns. Diese Zuckerrohrsaft wird in den entsprechenden Zuckerfabriken extrahiert und dann eingekocht und immer der auskristallisierende Zucker wird abgeschöpft und gereinigt und das ist dann der Zucker, den Sie im Supermarkt kaufen können, beziehungsweise der dann als Zucker im Supermarkt verkauft wird. Aber das eigentlich Wertvolle an der ganzen Geschichte ist in der Melasse, ist die ganzen Mineralien, Spurenelemente, Aminosäuren, verschiedene komplexe Kohlenhydrate, Zucker, die dann vor allen Dingen gut die Mikrobiologie im Darm anreden, das ist in der Melasse drin. Das heißt, im Grunde kriegen Sie den Abfallstoff im Supermarkt, Zucker, der reine Nährstoff, ohne die reinen Kalorien, ohne die wichtigen begleitenden Spurenelemente und verschiedenen komplexen Zucker und Kohlenhydrate. Melasse, das ist eigentlich der echte Nahrungsstoff. Aber weil er als Abfallstoff in der Zuckerindustrie anfällt, ist er relativ günstig und wird auch gerne zum Beispiel in der Landwirtschaft verwendet, zur Fütterung oder sonst wie, oder sogar zur Düngung in verschiedensten Produktqualitäten. Das ist eine Zuckerrohr-Rohmelasse, wie sie quasi direkt in den Hafen in Deutschland angeliefert wird und dann nicht mit Wasser verdünnt, sehr konzentriert, dadurch auch so haltbar wie Honig, wird nicht schlecht. Damit wird EM vermehrt. Und was wir daran haben wollen, das ist das, was rauskommen soll, ist vermehrtes EM. Wir vermehren das EM für Sie als Firma, das heißt dann bei uns Triaterra Aktiv, das ist das von uns vermehrte EM oder man sagt auch EMA oder EM Aktiv, aktiviertes EM. Das wäre das fertige EM, wenn Sie sich mit dem ganzen Vermehren nicht auseinandersetzen wollen. Triaterra Aktiv ist vermehrt 3 Euro den Liter oder sogar weniger, wenn Sie Kanister oder größere Abpackungen kaufen. Dann können Sie damit direkt arbeiten, direkt alles machen, was man mit EM machen kann. Das wäre Triaterra Aktiv. Aber wenn man es selber vermehren will, was interessant ist, wenn man vor allen Dingen in größeren Mengen das braucht, Landwirtschaftsbetriebe, Gärtnereibetriebe, Industriebetriebe, die das zum Beispiel in den Prozess mit einführen, bei dem zum Beispiel Einsprühen ins Abgas und so weiter. Wenn man also große Mengen braucht, dann lohnt es sich und auch für den experimentierfreudigen Kleingärtner,
lohnt es sich mitunter, EM selber anzusetzen. Und wenn man es einfach nur mal machen wollte, um zu wissen, wie es geht. Und dazu braucht man eine Starterkultur. Also das sind eigentlich die beiden wichtigsten Zutaten. Melasse als Nahrungsstoff, Wasser, um die richtige Konzentration zu erreichen. Melasse an sich ist zu konzentriert, also davon nur 3-5%. Und Starterkultur. Bei uns EM1, aber es gibt auch andere Firmen, Multikraft mit EM-Urlösungen, Farming, Mikroveda mit wie heißt ihr, weiß ich nicht mehr, EM-Farming oder so. Es gibt verschiedene Starterkulturen in Deutschland, die angeboten werden, die sind alle gleich gut. Wichtig ist, dass man kann die auch direkt verwenden, das machen viele, EM1 direkt verwenden, Liter 29,50, aber es ist viel, viel, viel günstiger, das zu vermehren. Das ist ja das Schöne bei Mikroorganismen. Wir vermehren das um den Faktor 30 im Normalfall und machen daraus ein Produkt, was wir hier zum Beispiel für 3 Euro verkaufen, beziehungsweise was Sie für ungefähr, ja, ein bisschen über 1 Euro, 1,50 Euro, wenn man die Arbeit und so noch mit einrechnet und was man noch dazu gehört, können Sie das EM1 vermehren zu einem EMA, beziehungsweise andere Starterkulturen vermehren. Sie sehen schon, ich habe hier ganz viele Produkte aufgereiht heute, weil es ganz viele Sachen da zusammenkommen müssen. Also EM vermehren ist schon, ja, wie Sauerteig machen oder selber eine gute Suppe kochen oder so, da gehört schon ein bisschen was dazu. Da muss man ein Händchen für haben, Ruhe, ne? Hier unsere Mitarbeiterinnen, die verantwortlich sind für das Herstellen von EM, sagen auch, wenn sie dann wenn jemand gestresst ist und genervt und so, dann soll er an dem Tag lieber keine EM ansetzen. Geh du mal bitte heute davon, ich setze EM alleine an, ne? Das ist wirklich, also darauf sollte man auch ein bisschen achten, dass man da Ruhe und eine gute Stimmung hat dabei. Mikroorganismen sind lebendig und nehmen alle diese Bedingungen wahr. Aber wichtig ist erstmal, dass wir die richtigen Vermehrungsbedingungen schaffen. Die Mischung habe ich jetzt ungefähr gesagt. Wir brauchen 3% EM1, also wir machen aus einem Liter EM1 30 Liter Vermehrtes. Wir brauchen 3-5% Melasse, ich nehme gerne 5% Melasse, hat das noch ein bisschen mehr Pep, ein bisschen mehr Zucker nach hinten, ein bisschen mehr Nahrungsmittel nach hinten raus, das ist dann, finde ich, deutlich konzentrierter und sehr, sehr lange haltbar, wenn man das mit ein bisschen mehr Melasse macht. Wie gesagt, 5% schreiben wir da, also aus einem Liter Melasse dementsprechend 20 Liter das Vermehrte. Und dann machen wir gerne noch ein paar Spielerchen rein, sag ich mal. Also diese beiden Sachen sind wichtig. Das ist Melasse und EM1, das ist die Pflicht. Und dann gibt es noch eine Kür, dass man sozusagen noch ein bisschen dran bastelt. Ah, wir können es noch ein bisschen geschmacklich angenehmer machen, wir können es noch sicherer machen, selbst wenn man vielleicht nicht perfekte Vermehrungsbedingungen hat, dass es auf jeden Fall funktioniert. Und dazu machen wir rein zum Beispiel noch, das könnt ihr dann aber im Rezept genauer nachlesen, wir haben das über, ja, jetzt wie lange jetzt, 15 Jahre entwickelt. Wir machen ein bisschen EM-Keramikpulver rein, 0,5 Gramm pro Liter oder auf 1000 Liter 500 Gramm, das wäre hier für 1000 Liter. Ansonsten ist es wirklich nur eine Messerspitze auf 1 Liter bzw. gehäufter Teelöffel für 10 Liter ungefähr, also 0,5 Gramm pro Liter EM-Keramikpulver. Wir machen gerne Apfelessig mit rein, 1-3% Apfelessig. Oder prinzipiell einen anderen Obstessig, einen möglichst unraffinierten, ungereinigten, möglichst naturnahen Essig. Günstigste Variante ist Feldmann-Essig, den es auch in Supermärkten gibt, gerne im, Kaufland. Also wenn irgendjemand Kaufland bei sich hat oder eine ähnliche Supermarktkette, da sind die erstaunlicherweise sehr, sehr günstig, die Literflaschen Apfelessig. Wir kaufen die in 10 Liter Kanistern, den Apfelessig. Und bezahlen dafür interessanterweise mehr, als wenn wir das im Supermarkt kaufen würden. Aber Supermarkt kaufen ist bei den Mengen, die wir brauchen, nicht mehr möglich, beziehungsweise zu anstrengend, die ganzen kleinen Flaschen zu öffnen. Genau, also Apfelessig ist eine Variante. Und nur um kurz zu erklären, was das bedeutet.
Keramikpulver macht die Vermehrung sicherer. Selbst wenn da ein bisschen Dreck drin ist, wir machen das immer gleich rein, das Keramikpulver, wenn wir den Vermehrungsbehälter, die Ringtonne, das 1000-Liter-Fass, unsere Edelstahlbehälter, wenn wir die gereinigt haben, machen wir gleich das Keramikpulver rein. Dass der Behälter gar nicht erst umkippt, sozusagen, da vielleicht, wenn irgendwo noch ein bisschen Dreck ist, dass er da eine negative Mikrobiologie entwickelt, sondern wir machen gleich ein bisschen Keramikpulver rein. Und der Apfelessig, den wir reinmachen, der hat den Effekt, dass es von vornherein ein bisschen ansäuert, dass die Erdenlösung und daher wissen die Mikroorganismen von vornherein, aha, es geht in Richtung sauer, es geht in Richtung Milchsäuregärung und nicht zum Beispiel Richtung Fäulnis, basische Ammoniak-Freisetzung oder so. Und das schmecke ich tatsächlich, wenn ich da Apfelessig reingemacht habe, dass es schmeckt reiner. Also die Mikroorganismen haben nicht diesen Unsicherheitspunkt, so ein paar Stunden noch am Anfang, wo sie nicht genau wissen, in welche Richtung geht es nun, sondern von vornherein wissen Bescheid, aha, es ist sauer, in die Richtung geht es, dann gibt es keine Diskussion. In die Richtung wollen wir. So, also das waren die wichtigsten Zutaten: EM1, Melasse, Keramikpulver, Apfelessig und Salz. Wir machen gerne ein bisschen Salz rein, Steinsalz, ein Meersalz, unraffiniertes Steinsalz oder Meersalz. Beziehungsweise man kann natürlich auch das Emiko-Salz reinmachen. Das wäre auch eine Variante. Ist aber relativ teuer, gerade für große Mengen. Also wir kaufen tonnenweise tatsächlich unser Salz, portugiesisches Meersalz, dafür den Zweck. So, und bevor wir auf das Ansetzen im kleinen Rahmen kommen, jetzt kurz ein Ausschnitt, wie wir EM selber draußen herstellen in großen Edelstahl-Milchtanks. Und so setzen wir EM an in Edelstahltanks mit Melasse nicht aus den Flaschen oder Kanistern, sondern aus 1000-Liter-Containern. Den lassen wir uns liefern, da ist noch ein bisschen Melasse drin. Das füllen wir in Eimer und dann in die Edelstahltanks. Und diese Edelstahltanks, das macht richtig Spaß, mit denen zu arbeiten. Also wir haben ja über die Jahre, seit 15 Jahren setzen wir EM an. Zuerst in großen Kanister, dann in Regentonnen. Regentonnen, diese blauen Regentonnen, wie wir sie auch haben, da hinten kann man sie sehen. Die verkaufen wir ja auch, ne? Für 40 € gereinigt. Diese blauen Fässer, wunderbar zum EM ansetzen, gleich so wie sie sind, Aquariumsheizung rein und gut isolieren und dann keinen Abfluss reinmontieren. Das ist viel einfacher sauber zu machen. Der Abfluss ist immer eine Sollbruchstelle. Und einfach dann mit dem Schlauch, wenn man fertig ist, das rausleiten, ansaugen und dann entsprechend abfüllen. Das klappt wunderbar. Also das wäre die Ausbaustufe 200-Liter-Tank und das kann man auch noch mit den 300 Watt Aquariumsheizung problemlos machen. Einfach gut isolieren mit ein paar Decken, Pappe drunter und dann die Aquariumsheizung rein, die ich noch erklären werde. Die 300 Watt Aquariumsheizung. Und das ist dann die nächste Ausbaustufe. Das ist Edelstahl, also 1000-Liter-Container. Das ist das, was auch viele von unseren Kunden machen, Landwirte oder so, wenn sie es für Silage machen oder dergleichen, dann oder für den Boden, für die Gülle. Dann 1, 2, 3, sagen wir mal im einfachsten Fall 1000-Liter-Container mit entsprechend Melasse. Da lohnt es sich oft schon, die Melasse dann auch im Container direkt zu kaufen, weil die dann deutlich günstiger wird. Und auch wieder die ganz normale Mischung rein, die ich nachher noch erklären werde. EM1 oder eine andere Starterkultur, je nachdem welcher Hersteller. Melasse und gut rühren, das ist wichtig. Die Melasse muss sich auflösen, das ist das Allerwichtigste. Mit heißem Wasser am besten. Und am Ende sollte die Mischung eine Temperatur zwischen 30 und 42 Grad haben. Da piept unser
Temperaturzähler von dem Edelstahltank. Also am Ende sollte die Mischung eine Temperatur haben zwischen 30 und 42 Grad und den Rest macht dann die geregelte Aquariumsheizung bzw. der Heizstab mit extra Regler. Und auch hier einfach gut isolieren, da reichen auch 6-7 Decken rum oder mit Knallfolie, einer langen Rolle Knallfolie mehrfach umwickeln. Also einfach gut isolieren, gucken, dass nirgendwo Luft durchzieht. Unten Pappe oder sowas, dass es unten auch keine Luft rankommt. Und dann die Mischung machen, eine Woche warm halten, 7 Tage. Und da reicht es einfach, braucht man keine großartigen Gärröhrchen oder irgendwas. Einfach den Deckel nicht ganz zuschrauben, beziehungsweise hat man sowieso, wenn man die Aquariumsheizung reinhängt, ein kleines Loch, das gut abdecken, noch mit einem dicken Decketuch irgendwas, dass hier die Luft nicht ständig rein und raus geht. Das ist wichtig, dass wir nicht ständig Luftkontakt haben. Und ansonsten kann hier die Gärgase dann einfach rausdrücken. Das gleiche bei den Tanks, einfach so machen, dass da die Luft rausdrücken kann, aber nicht ständig Luftaustausch ist. Also wenn man da irgendwie ein Loch drin hat, dass man da ein dickes Tuch drauf legt, mehrfach gefaltet oder so. Und die nächste Ausbaustufe ist unser Edelstahltank, beziehungsweise prinzipiell Edelstahltanks. Ich mache jetzt mal kurz die Temperatursignal hier aus. Das ist unser Temperaturmesser. Dem ist es gerade ein bisschen zu heiß. Deswegen meldet er sich, aber das kühlt sich dann innerhalb von ein paar Tagen ab. Beziehungsweise ein paar Stunden, je nachdem. Dieses Ding tatsächlich innerhalb ein paar Tagen. Also das ist ein, und davon haben wir drei Stück, 1500 Liter, 4000 und 3000 Liter, Milchtank, Edelstahl-Milchtank. Und diese Edelstahl-Milchtanks sind spannend, weil die perfekt isoliert sind. Das ist doppelt gewandet. Das ist quasi wie so eine doppelte Thermoskanne. Wirklich nur so dick, also wirklich nicht irgendwie, dass jetzt die Isolierung da viel Platz wegnimmt. Also, aber perfekt isoliert wie eine Thermoskanne. Da reichen also wirklich minimal schon die... Also für den 4000 Liter Tank hier legen wir auch nichts anderes als einen 600 Watt Heizstab rein und der ist meistens aus. Also ist nicht so, dass der irgendwie ständig an ist oder so, sondern da geht so wenig Wärme verloren. Selbst wenn der hier draußen steht, selbst bei minus 10 Grad im Winter, wunderbar kann dieser isolierte Edelstahl-Milchtank die Wärme halten. Kann man sich umgucken bei entsprechenden gebrauchten Edelstahl-Milchtanks, die haben dann oftmals auch noch so einen Rührer oben dran. Perfekt, kann man beim Ansetzen, das ist hier der Motor für den Rührer, dann kann man beim Ansetzen mal kurz umrühren, dann muss man nicht mit dem Besenstiel umrühren. Das hier würde man mit dem Besenstiel umrühren, die 1000 Liter Container. Genau, so, das zu unseren Edelstahltanks. Perfekt zu reinigen. Und ab einer, sag mal so, desto größer die Menge an EM ist, die man ansetzt, desto sicherer wird es. Und desto einfacher wird es. Der Japaner Professor Higa hat ja tatsächlich Swimmingpools und Schwimmhallen mit EM-Ansatz gefüllt, hat das da drin vermehrt und dann, ich glaube, Okinawa oder so in irgendeinen Meerbusen gepumpt, um dort das Meerwasser, die Küste und die Biologie in den angrenzenden Flüssen wieder in Ordnung zu bringen. Hat auch funktioniert. Die Fischer waren nach wenigen Monaten begeistert, was da wieder für Muscheln, Meeresfrüchte und Fische bei rauskam. Also auch in so einer Größenordnung kann man mit EM arbeiten, was in Deutschland eher selten der Fall ist. Aber definitiv kann man die nächste Ausbaustufe sozusagen für Landwirtschaftsbetriebe, die es schick machen wollen und regelmäßig EM ansetzen in großen Mengen oder für große Industriebetriebe, die das vielleicht zum Beispiel in der Verbrennungsanlage brauchen zum Einblasen, damit die Abgaswerte besser werden und so weiter. Das wäre dann so ein Ding hier, ein Edelstahl-Milchtank, isolierter Edelstahl-Milchtank. Kann man noch was dazu sagen? Ganz genauso, wir dichten das nur ab, dass die Luft nicht rein und raus pfeift und der Überdruck, die Gärgase, sprich da entsteht ja Kohlendioxid bei der Gärung, die Gärgase drücken von alleine raus, weil das ist ja nicht perfekt luftdicht an allen Ecken, sodass es an den entsprechenden Stellen ausdrückt.
Und wie gesagt, das ist ein minimaler Stromaufwand. Also wir fangen hier mit heißem Wasser an. Wir haben eine Durchlauferhitzungsanlage. Die kann uns auch 4000 Liter auf einen Schlag an einem Nachmittag produzieren. Und 4000 Liter warmes Wasser. Und dann muss die Aquariumsheizung da drin, der 600 Watt Heizstab, der muss nur noch die Temperatur halten und dafür muss der so gut wie nie anspringen. Also der ist sehr, sehr energiesparend, diese Tanks. Beziehungsweise dann eben eine gute Isolierung bei den 1000 Liter Tanks oder bei den 200 Liter Fässern. Immer nicht ganz voll machen, dass oben noch ein Müh, ne? Also ich sag mal so noch 3, 4, 5 Zentimeter oben noch sind, dass es blubbern kann, dass es sich noch ein bisschen ausdehnt, dass es nicht gleich überfließt, das macht immer eine Sauerei, auch keine Katastrophe, aber ist eine Sauerei. Und dann kann das rausblubbern und ansonsten oben einfach so abdichten, dass Luft nicht rein und raus kann, aber dass der Überdruck abpfeift. Okay, jetzt gucken wir uns das mal im Kleinen an, sprich mit den Glasstab-Aquariumsheizungen. Also für die 200 Liter Fässer reicht auch noch die Glasstab-Aquariumsheizung. Aber für die großen hier haben wir dann die 600 Watt Heizstäbe und einen extra Regler dazu, den zeige ich gleich. Und für die ganz kleinen Sachen im Kanister oder so, das machen wir gleich aus meinem Sessel raus wieder. So, das war übrigens Obax da auf dem 1000 Liter Tank. Das hier ist Nina, die gerade irgendwas findet. Na, rein in unsere Bennys Hecke. Da haben wir eine Holzhecke aufgestapelt als Grenze von Garten zu... man sieht die Holzhecke kaum, weil wir jetzt eine Hecke davor gepflanzt haben, aber dahinter ist eine Holzhecke und da gibt es gerne mal Mäuse. Ne, Nina? Das ist Nina, unsere Mausekatze. Okay. Weiter geht's. Jetzt haben Sie gesehen, wie wir draußen selber EM herstellen. Wir haben uns langsam hochgearbeitet von den 220 Liter Fässern, die wir gereinigt auch an Sie verkaufen für 40 Euro. Das war unser Anfang. Die kann man noch irgendwo in den Keller stellen. Einfach, wichtig ist immer gut isolieren, Aquariumsheizung rein. Desto weniger die Aquariumsheizung arbeiten muss, desto besser Sie bedecken mit Isoliermaterial, was auch immer. Das isoliert haben, gucken, dass da nirgendwo Luft durchpfeift, desto besser. Das war unser Anfang, diese 40 Euro 220 Liter Fässer, diese blauen Fässer. Vermeiden Sie irgendwie Hähne anzubauen oder irgendwas, einfach das normale Fass, das kann man dann mit dem Bürste schön reinigen. Jede Hähne und alle Dichtungen und irgendwie Schläuche und sonst was sind immer Sollbruchstellen. Da legt man einfach, wie man es kennt, wenn man von fremden Autos Benzin abzapfen möchte, beziehungsweise aus dem Aquarium Wasser ablässt oder so, Schlauch rein, sodass er auf dem Boden liegt, ansaugen und damit kann man wunderbar Kanister und Flaschen abfüllen. So machen wir das bis zum heutigen Tag mit dieser Methode und nicht mit irgendwelchen Hähnen oder sonst was. Also das ist immer eine schwierige Angelegenheit, die auch nicht sauber zu kriegen. Die werden gerne undicht. Und dann haben sie den Ärger und dann kostet auch mehr Geld, ist nicht nötig. Also das sind die 220 Liter Fässer, dann 1000 Liter Container, die haben unten Ablauf, aber selbst da machen wir es von oben im Schlauch. Und immer wenn wir die darin angesetzt haben, es gereinigt haben, sofort ein bisschen Keramikpulver rein für den nächsten Ansatz. Also den machen wir gleich rein, sobald wir das abgefüllt haben, gereinigt haben, gleich ein bisschen Keramikpulver rein, dass das in der Plastik zum Beispiel auch nicht, da ist immer noch ein bisschen Dreck drin, dass sich da nicht ein fäulendes Geruch oder irgendwas Schimmel entwickelt. Das riecht man, wenn man mal nach so einem halben Jahr so eine Tonne aufgemacht hat, in der man EM vermehrt hat, kann das passieren, dass das umkippt, dass das richtig unangenehm, schimmelig, faulig riecht. Wenn Sie da EM-Keramikpulver reinmachen, riecht das frisch wie der Frühling. Also das ist auch ein Grund, warum wir sofort EM-Keramikpulver reinmachen. Und die nächste Ausbaustufe ist dann, diese schönen Edelstahltanks, da kann man natürlich auch ganz teure aus der Lebensmittelherstellung, also Mikrobiologie-Tanks kaufen, ist aber nicht nötig, weil es gibt exakt das Produkt, was wir brauchen als Milchtank für die Landwirtschaftsbetriebe. Rinderbetriebe, die ja jeden Tag tausende Liter Milch produzieren, haben sehr gerne oder müssen
entsprechende Kühltanks haben, Milchtanks haben. Und da können Sie gerne mal, Kühlung brauchen wir ja nicht, aber diese Tanks sind perfekt isoliert, so isoliert wie eine Thermoskanne. Da brauchen Sie fast keine Heizung, selbst wenn das Winter, im Winter bei minus 10 Grad draußen steht. Da geht so gut wie keine Wärme verloren. Das können Sie mit einem winzigen Heizstab, der fast nie an ist, auf Temperatur halten. Und gleichzeitig sind sie natürlich, so sind sie ja gedacht, sehr leicht zu reinigen. Ne? Die werden ja quasi in Landwirtschaftsbetrieben auch jeden Tag gereinigt. Und ja, Lebensmittelmaterial, wunderbar. Und haben sogar einen Rührer drin im Normalfall, der Ihnen das Ansetzen erleichtert, weil das ist das eine Wichtige, woran Sie denken müssen. Die Melasse muss sich immer komplett auflösen. Das ist wie Zucker, wie Honig. Wenn das einmal aufgelöst ist, ist es gelöst, dann ist das, setzt sich das nicht wieder ab. Aber es muss sich einmal auflösen, weil wenn die Aquariumsheizung, die heiße Aquariumsheizung, in die Melasse, wenn unten so noch ein paar Zentimeter Melasse drin stehen, im Kanister zum Beispiel oder in den Tonnen oder in Flaschen, wenn da diese Aquariumsheizung dann in Kontakt kommt mit der heißen Melasse, die unten im Container oder in der 2-Liter-Fass oder in einem Kanister steht, dann verbrennt es diese Melasse und das führt auch dazu, dass sie eben umkippen kann. Deswegen die Melasse muss, da muss immer schön Wasser drum spülen können und die Melasse muss sich immer vollständig auflösen. Das ist das Wichtigste beim Ansetzen von EM. Genau, und da haben wir eben jetzt die Mischung besprochen. 3% EM1, 5% Melasse, ein bisschen Keramikpulver, Salz, Apfelessig. Okay, wobei das Wichtigste EM1 und Melasse ist, beziehungsweise Starterkultur verschiedener Hersteller und Melasse. Und die sind alle gleich gut. Wie gesagt, EM ist eine ganz simple Sache eigentlich. Also tatsächlich können Sie mit reiner Humuserde EM vermehren. Das habe ich in Thailand gesehen und auch selber ausprobiert. Einfach die Mischung, die ich Ihnen gesagt habe, Melasse, Keramikpulver, Apfelessig, Salz, paar Hände Humuserde in die Kanister oder in den gut riechende, fruchtig riechende Humuserde in die Kanister oder Tonnen mit rein und Sie werden ein EM sehr ähnliche Mischung bekommen, die dabei rauskommt. Vielleicht nicht unbedingt trinkbar, weil man nicht so genau weiß, was in der Erde drin ist. EM ist sicherlich noch ein bisschen sauberer und gleichmäßiger natürlich in der Qualität. Aber selbst das funktioniert. Also das ist, EM ist eine naturnahe Mischung, die in der Natur an ganz vielen Orten vorkommt, die sich spontan entwickelt, wenn wir die richtigen Bedingungen, die richtige Nahrung und dergleichen in der Konzentration zur Verfügung stellen. Und das kann man selbst mit Humuserde fermentieren. Sprich, EM herstellen, auch EM-Starterkultur herstellen, ist kein Mysterium, ist kein Geheimnis. Das Schwierige ist nur immer eine gleichmäßige, gute Qualität, die auch über Monate und Jahre immer das gleiche Ergebnis liefert, zu stellen. Aber das Grundprinzip ist ein ganz einfaches und jedes EM-Starterkultur, die Sie auf dem Markt finden heutzutage, ist gut, ist in Ordnung. Es lohnt sich nicht für keinen Hersteller, schlechtes EM herzustellen oder zu verkaufen. Das ist, so schwer ist es nicht. Und so teuer ist es auch nicht. Genau. So, also verschiedene Starterkulturen funktionieren. Und dann ist das Geheimnis bei EM warm halten. 7 Tage lang, eine Woche. Warm halten bei im Grunde einem weiten Bereich, kann man sagen, zwischen 30 und 42 Grad. Wir machen es gerne zwischen 34 und 37 Grad. Unsere Temperatur, die wir einstellen. Und damit diese Temperatur schön gehalten werden kann, verwenden wir Aquariumsheizung. Wobei EM sich auch bei niedrigeren Temperaturen vermehrt. Die Japaner, die Thailänder, die Chinesen, Brasilianer, die vermehren EM sehr gerne bei Zimmertemperatur. Wobei es ja damit unter sehr viel wärmer ist als bei uns. So dass es auch da mitunter schon alleine schon über 30 Grad kommt. Aber auch bei 20 Grad, bei 25 Grad, 30 Grad kann man EM vermehren. Man merkt aber schnell, dass es ein etwas anderes Mischung wird, die nicht ganz so lecker schmeckt, die nicht ganz so schön ist, weil nämlich die Hefen sich stärker entwickeln, wenn es kühler ist. Also es wird ein bisschen mehr in Richtung, es geht dann mehr in Richtung
Stück weit mehr in Richtung alkoholische Gärung, ein bisschen mehr in Richtung Hefe. Man sieht, dass es ein bisschen heller ist, dass oben mehr Hefe sich drauf entwickelt. Das geht also auch für eine sehr gleichmäßige Qualität, wo die Milchsäurebakterien sich stark entwickeln, wie wir ja in ganz vielen Bereichen brauchen. Da haben wir in Deutschland, ja, der Rolf Zimmermann an vorderster Front, EM-Berater in Baden-Württemberg gewesen, der hat das System entwickelt, ja, wir können EM in der Qualität noch verbessern, noch gleichmäßiger machen, wenn wir es bei gesteuerter Temperatur vermehren und dafür eben warm halten zwischen 34 und 37 Grad für 7 Tage. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Und da bedienen wir uns einer Technik aus dem Aquariumshandel, Aquariumstechnik, die es sehr günstig gibt. Das gibt es bei uns hier im Shop für 20 Euro. Ein Heizstab 75 Watt, also der hat ein bisschen mehr als eine, oder so viel, ja, 60 Watt Glühbirne, ne? 100 Watt Glühbirne, der hat etwa so viel Hitzeabstrahlung wie eine eben 75 Watt, 100 Watt Glühbirne. Ist selber geregelt, also hier ist die Heizung drin, das ist hier, und dann hier sieht man, kann man einstellen die Temperatur und der regelt sich selber. Also hier vorne ist der Temperaturfühler, hier hinten ist die Heizung. Das haben die in ein System verbaut, wasserdicht, komplett eintauchbar. Und das stellen wir dann auf die Temperatur. Sie sehen hier, Moment, kriegen wir das hin. Sie sehen hier die Temperaturskala und jetzt versuche ich die mal hochzudrehen. Genau, das funktioniert. Wo bin ich? So, Anschlag, bisschen zurück vom Anschlag, damit er nicht durchheizt. Also gerade so, dass er eben tatsächlich die 34 Grad heizt, die hier als Maximum angegeben sind in der Aquariumsheizung. 34 Grad, das ist das, was wir hier einstellen wollen. Und der 75 Watt Heizstab reicht für 5 Liter, 10 Liter, 25 Liter, mitunter sogar für 100 Liter, wenn man es gut isoliert, sogar noch für 100 Liter Tonnen. Also wirklich, es kommt darauf an, wir gehen mit warmem Wasser rein, mit einem warmen Ansatz. Die Aquariumsheizung muss nur die Temperatur halten. Und wenn sie es gut isolieren, kann der sogar 100 Liter warm halten. Das 75 Watt Aquariumsheizung. Man muss nur beim Handling aufpassen, stoßen sie nirgendwo gegen, was es nicht kaputt machen. Und dann hier meine Idee, wie Sie ganz einfach EM in einem 10 Liter Kanister vermehren wollen. Und da passt dieses Ding tatsächlich komplett rein. Samt Kabel, samt Regler, alles rein. Auf den Boden legen. Zack, weil es soll unten liegen, die Aquariumsheizung, damit es die optimale Wärmeaustausch, Wärmezirkulation hat im Gefäß. Mit nicht oben heiß ist es, unten warm. Nein, wenn man es unten hinlegt, dann hat man immer diese Wärmezirkulation. Und das Kabel führt man raus. Und das war es im Grunde. Dann kann man hier noch ein dickes Tuch auflegen. Habe ich das jetzt? Ja. Notfall ein mehrfach gefaltetes Taschentuch oder ein dickes Küchentuch oder was. Einfach ein dickes Tuch drauflegen, ein bisschen fixieren, vielleicht mit dem Gummi. Zack, und das war's. Sie brauchen kein Gärröhrchen, Sie brauchen keinen Ablasshahn, Sie brauchen keinen spezial einschraubbaren Aquariumsheizung. Dieses System, Aquariumsheizung, 10 Liter Kanister, so ein bisschen fixiert mit Gummi vielleicht oder so, dass die Luft nicht hin und her kann, dass die Luft nicht sich austauscht, dass kein Sauerstoff reinkommt, aber dass die Gärgase, der Druck, der da entsteht ja CO2, das will raus, das drückt sich selber raus, das muss gewährleistet sein. Und Sie können es ruhig, also ein bisschen mehr als 10 Liter können Sie ja reinmachen, so die Kanister, aber nicht so, dass er überfließt, also nicht bis zum letzten Millimeter, lassen Sie 2-3 cm Platz, dass es ein bisschen blubbern kann, dass es noch rausgehen kann, sonst fließt es ihn über und wir haben eine Sauerei. Das ist nicht, also das bisschen Luft hier drüber schadet nicht und die Gärgase drücken die Luft auch noch raus. Genau, das ist unsere Idee, unsere Empfehlung, wie Sie in kleinen Mengen
kanisterweise EM vermehren. Da brauchen sie nicht irgendwie 100 Euro Fermenter zu kaufen, die eigenes Gärröhrchen haben und einschraubbare Aquariumsheizung, die sie dann nach 5 Mal ansetzen, weil sie undicht werden, kaputt wegschmeißen müssen. Nein, das Ding können sie so hier ganz einfach selber basteln. Aquariumsheizung 20 Euro, Kanister, 10 Liter Kanister haben wir, glaube ich, für 3,50, 4 Euro im Shop. Und das war's. Und ansonsten brauchen sie nur EM1 und Melasse. So, das ist die kleine Variante, 75 Watt Heizstab. Für die etwas größere Variante haben wir dann ein 300 Watt Heizstab von der gleichen Bauweise, auch Glasstab, Aquariumsheizung. Auch da die ideale Lösung, weil wir den Regler, jetzt man sieht, die Heizung ist deutlich länger, der hat also 300 Watt Heizleistung, so viel wie 300 Watt Glühbirnen quasi. Und auch hier wieder erkennen, den Regler, versuche ich den mal hochzudrehen, jawohl, so, Anschlag und ein bisschen zurück, dass er nicht durchheizt, sondern auf die 34 Grad heizt. So, das ist die Aquariumsheizung und auch die wiederum, die ist dann schon für, ne, da können so 100 Liter, 300 Liter, 500 Liter, im Maximalfall sogar 1000 Liter, wie gesagt, gute Isolierung, das ist der Kern, da können Sie selbst einen 1000 Liter Container mit heizen. Das ist gut isolieren, maximal, dass Sie 2 davon in einen 1000 Liter Container reinlegen. Aber 2 sind immer wieder gefährlich, dass man dann sich gegenseitig irgendwie zerstoßen oder so, wenn die da hin und her fliegen im Container. Also selbst einer davon, habe ich schon gemacht, mit einem sehr gut isolierten 1000 Liter Container, der konnte auch die Temperatur halten, das funktioniert auch. Ist aber für einen Profibereich ein bisschen schwieriger, kritischer, weil das natürlich Glas ist. Wenn man das mal irgendwo fallen lässt, mit gegenkommt oder so, dann hat man im schlimmsten Fall die Glasscherben im EM drin, muss das ganze EM filtern. Oder eben, dass der Ansatz Schwierigkeiten bekommt, weil der mal ausfällt, weil der vielleicht nicht so extrem zuverlässig ist wie die normalen, wie die Profilösung bei den Heizungen. Und dann gibt es eben noch, also der kostet 25 Euro, 300 Watt Heizstab bis, wie gesagt, 500 Liter locker. Das ist die Laienlösung bis 500 Liter sozusagen. Beziehungsweise vielleicht sogar 1000 Liter. Und dann gibt es die Profilösung, die Sie nicht kaputt kriegen, zumindest nicht den Heizstab. Kriegen wir es auf, ohne es zu zerstören. Noch zugeschweißt. Dann gibt es den Titan-Heizstab, ein Titanstahl. Ja, damit können Sie gegen die Wand hauen, aus 3 Meter Höhe fallen lassen. Da geht nichts kaputt. Der ist unzerstörbar. Kostet, glaube ich, im Shop 45 Euro. Die Saugnäpfe brauchen wir immer nicht. Die sind nicht nötig. Stören nur, kann sich direkt dran festsetzen. Und das Ding ist, wie gesagt, unzerstörbar, aber hat keinen Regler. Ist wirklich nur eine Heizung. 600 Watt, also das Doppelte von unserem 300 Watt Heizstab. Noch ein bisschen stärker und Stecker. Und fertig aus. Wenn Sie das Ding einstecken, heizt er mit 600 Watt und der heizt durch. Dazu brauchen Sie noch einen Regler, der Ihnen das auf die entsprechende Temperatur regelt. Also dieser 45 Watt Heizstab ist durchaus ideal, weil der nicht zu zerstören ist, aber Sie brauchen noch einen extra Regler dazu, dann sieht die Sache wieder ein bisschen komplizierter aus und natürlich auch ein bisschen teurer. 45 Euro dieser 600 Watt Heizstab. Und dann, ja, das will ich jetzt mal nicht auspacken, das wird ein bisschen Sauerei. Aber das, was wir hier anbieten, empfehlen nach vielen Versuchen mit verschiedensten Reglern, da haben wir auch wieder aus der Aquariumstechnik den
Thermocontrol 2, was kostet der? Irgendwie so um die 50 Euro, meine ich. 49, 50 oder so ähnlich haben wir den im Shop. Und der ist in der Lage, also wirklich gradgenau, da können Sie 42 Grad, 30 Grad, 37 Grad, alles an Temperaturen einstellen. Sie können eine Abweichung einstellen, dass er anfängt zu heizen nach 1, 2, 3 Grad Abweichung. Und der piept eben auch, wenn er dann wenn die Temperatur zu hoch wird. Sie müssen den Temperaturfühler, Sie sehen hier unter, das ist also die Regeleinheit, dann haben Sie hier den Temperaturfühler, das ist dieser kleine an dem Kabel hier, dieser Temperaturfühler, der kommt tatsächlich in die Lösung mit rein und hängen Sie den ins obere Drittel. Der kommt also nicht nach unten auf den Boden, der Temperaturfühler soll ins obere Drittel. Ja, der Heizstab kommt auf den Boden, der Temperaturfühler kommt ins obere Drittel gehangen, weil da tendenziell die höchste Temperatur ist und dann auch einen gewissen Abstand zum Heizstab hat. Und dann kann der das also optimal messen. Und der hat dann entsprechend, hier kann man es nochmal erkennen, was da alles dazugehört. Der hat entsprechend die Steckdose dabei, wo man dann den 600 Watt Heizstab reinmacht. Man kann auch zwei 600 Watt Heizstäbe mit dem Verteiler reinmachen. Und wichtig ist, dass man nur die erste von den beiden Steckdosen verwendet. Die zweite ist mit Zeitschaltuhr. Also dieses Ding hat auch noch eine Zeitschaltuhr dabei, die wir aber nicht brauchen. Wir benutzen nur die erste von diesen Zweier Steckdosen, weil das ist die temperaturgesteuerte. Die zweite Steckdose ist die Zeitschaltuhr gesteuerte. So, und da kommt unser 600 Watt Heizstab rein und dann haben wir die Profilösung und damit heizen wir ohne Probleme 4000 Liter, 6000 Liter Edelstahltanks, die ja perfekt isoliert sind, diese Milchtanks. Und die sind meistens aus. Also wenn Sie da gucken, wie lange die an sind, das ist nicht so, dass Sie da durchheizen müssen, um die Temperatur zu halten. Die sind im Normalfall die ganze Zeit aus. Die halten die Temperatur so perfekt, diese Tanks oder eben alle anderen gut isolierten Behälter. Das ist das Ziel. Desto weniger der Heizstab anspringt, desto besser. Erstmal spart es Ihnen die Stromrechnung. Aber auch wichtig, früher haben wir, ich auch, experimentiert damit, EM im Wasserbad zu vermehren. Also gar nicht direkt die Heizstäbe ins EM zu hängen, in den Ansatz reinzuhängen, sondern ein Wasserbad mit der Aquariumsheizung, ein Wasserbad unter dem Kanister, unter der Regentonne zum Beispiel, ein Wasserbad auf 35, 40 Grad aufzuheizen und das Wasserbad hat dann ganz sanft von unten das EM geheizt, beziehungsweise eine Heizmatte oder da gibt es ja ganz viele Varianten, dass man das also nicht mit direktem Kontakt in die Heizung bringt, sondern dass es da noch einen Übergang gibt, sodass man nicht das kann ja durchaus bis zu 80, 90, 100 Grad warm werden, die Oberfläche hier, wenn der also eine Weile heizt. Das heißt, an dieser Oberfläche verbrennen auch teilweise Mikroorganismen. Nun ist es so, wenn das gut aufgelöst ist, die Melasse, dann ist das ja alles wasserflüssig, dann fließt das hier natürlich relativ schnell vorbei. Das heißt, die verbrennen da auch kaum. Aber es ist natürlich schon ein bisschen zu heiß eigentlich für die Mikroorganismen im direkten Kontakt mit dem Heizstab. Und der Effekt ist aber erstens relativ gering. Wie gesagt, die Mikroorganismen laufen ja schnell dran vorbei. Also das ist, wenn das frei umspült ist, auf dem Boden liegt, dann kann das Wasser ja drumherum und dann heizt das Wasser sich nicht so schnell auf, dass die Mikroorganismen, also der Effekt dieser heißen Oberfläche ist nicht so, hat sich nicht als so schlimm erwiesen, aber der Effekt der heißen Oberfläche ist natürlich umso größer, je länger dieser Heizstab heizen muss. Wenn der nur mal 30 Sekunden anspringt, und dann schon wieder die Temperatur da ist, so ungefähr, dann hat diese Oberfläche gar nicht die Chance, sich so weit aufzuheizen, dass die Mikroorganismen verbrennen. Weil das so perfekt isoliert ist, dann muss er eben relativ wenig machen. Oder auch wenn der eben mal eine halbe Stunde angeht oder so, aber dass er eben nicht 24 Stunden durchläuft, sondern im Grunde die Zeit aus ist, das ist das, worauf wir zielen.
Und da kann man eben kompliziert bauen mit Wasserbad und allem Möglichen. Und das ja, ist teuer und aufwendig. Oder sie isolieren einfach perfekt. Und das ist gar nicht so aufwendig. Ein paar Decken, Knallfolie kann man nehmen. Ne? Gibt es bei eBay 15, für 15, 20 Euro kriegen sie da eine 1 Meter oder 75 Zentimeter breite Knallfolienrolle, 100 Meter lang. Winden Sie die fünfmal um Ihren 1000-Liter-Container rum oder um Ihren Fass oder machen Sie eben ein paar Decken um Ihr 10-Liter-Kanister oder 20-Liter-Kanister rum zur Isolierung. Dann und gucken, dass es dicht ist, dass nirgendwo Luft rankommt, dass es auch von unten isoliert ist. Dann springen die so selten an, dass es keine Rolle spielt, dass die Oberfläche hier eigentlich zu heiß ist. Und so kurz an, dass es eigentlich keine Rolle spielt. Also das wäre unsere Empfehlung, das haben wir festgestellt mit der Zeit, dass eine gute Isolierung, das ist der Schlüssel zu einem guten EM-Ansatz und zum geringen Stromverbrauch und zu einer guten Qualität. Ja, das in der Theorie. Ich will jetzt hier nicht EM bis zum fertigen EM-Ansatz mischen und heizen, das ist eine ganz schöne Sauerei, das macht man ja, gerne draußen, wo das auf der Wiese sich verlaufen kann, wenn man was daneben geht, oder eben in der Küche. Wir bauen tatsächlich jetzt unseren, jetzt machen wir es zurzeit auch in unseren 4000 Liter Tanks und so noch draußen. Wir werden es demnächst rein verlegen. Wir bauen unsere Scheune gerade so weit um, dass wir dann einen Vermehrungsraum drinnen haben, der dann auch entsprechend leicht zu reinigen ist und diese Möglichkeiten. Ansonsten ist draußen ansetzen eigentlich wunderbar. Sonne, Luft, Licht, das ist das, was gute Mikrobiologie, gutes Milieu schafft. Oder eben in der Küche, wo man gut sauber machen kann, dass man da entsprechend die Mischung macht und ansetzt. Nochmal kurz zur Wiederholung, wenn Sie es im ganz kleinen Maßstab machen, auf dem 10-Liter-Kanister, ich rechne mal alles um auf dem 10-Liter-Kanister, das ist ein 10-Liter-Kanister. Als Technik brauchen wir dazu nur 75 Watt Aquariumsheizstab für 20 Euro. Der 10-Liter-Kanister kostet bei uns 4 Euro. Und das kommt am Schluss rein, wenn wir die Mischung fertig haben. Dann kommt rein. Wir fangen an mit Melasse. 3-5% Melasse, sprich 50 Milliliter. Melasse auf 1 Liter, beziehungsweise auf 10 Liter sind es dann schon 500 Milliliter. Also die Hälfte dieser Flasche, 500 Milliliter auf den 10 Liter Kanister. Das ist das, was hier reinkommt, 5%. Dann kommt hier rein 3% EM1. Das ist auf 10 Liter 300 Milliliter. Dann können wir mit dem Liter hier drei Kanister machen. 3 mal 10 Liter. 300 Milliliter EM1 hier rein. Wir machen rein 5 Gramm EM-Keramikpulver, das ist ein bisschen Kür, das ist so ein gehäufter Teelöffel. EM-Keramikpulver, wir machen rein 2 Gramm Salz pro Liter, sprich auf den 10 Liter Kanister machen wir 20 Gramm Salz rein. Das ist ja schon ein Esslöffel, ein bisschen gehäufter Esslöffel Salz rein. Und haben wir noch was vergessen? Tatsächlich machen wir noch Greengold mit rein. Das ist ein homöopathisches Mineralpräparat, wo wir gemerkt haben, das schmeckt noch ein bisschen fruchtiger und intensiver. Aber das ist wirklich Kür. Das können Sie sich mal in dem Rezept durchlesen. Wir haben ein Rezept hier unterm Video, die Videobeschreibung. Da schreibe ich Ihnen einen Link zu dem Rezept rein. Ein ausführliches Rezept, wo alles im Detail Stück für Stück erklärt ist. Da können Sie nochmal nachlesen, wie es sich, wie die genaue Mischung ist, warum wir Keramikpulver, Melasse, EM1, wie wir das mit den Kanistern machen und so weiter. So, dann haben wir hier die Mischung drin, Melasse, EM1, Keramikpulver, Salz und dann nicht zu heißes Wasser, ne, bis zu 42 Grad heißes Wasser rein. Kann auch ein bisschen heißer sein, weil das mischt sich ja mit den kühleren Melasse und EM1, aber so sagen wir 42 Grad, gut schütteln oder umrühren. Ja, umrühren ist hier ein bisschen schlecht im Kanister, aber gut schütteln, dass die Melasse sich auflöst, gucken Sie, umdrehen, vielleicht auch dafür dann
Deckel drauf natürlich, gut schütteln, umrühren, gucken, dass hier unten keine Melasse mehr dran klebt, dass Sie sehen, jawohl, das hat sich vollständig aufgelöst, das wird ein bisschen brauchen. Und dann auffüllen und nochmal ein bisschen rühren bis auf die gut 10 Liter hier, sodass Sie noch ein bisschen Platz zum Blubbern haben. Dass hier also noch ein bisschen unter dem Griff noch ein bisschen, hier ungefähr in der Höhe unter, noch ein bisschen, unter dem Griff noch ein bisschen Luft haben. Und dann Aquariumsheizung rein, komplett auf den Boden, damit wir eine schöne Zirkulation kriegen. Steckdose, dickes Tuch rüber, vielleicht mit Gummi befestigen, dass es nicht abpfeift. Bisschen fixieren und das war's. Gut isolieren, Decke drum, Steckdose, ab geht's. Eine Woche warm halten, nicht nachgucken, kein Topfdeckel gucken, da geht Ihnen nur Wärme verloren und kommt Luft rein, das wollen wir nicht. Einfach 7 Tage warten. Abschalten, rausnehmen, dann mit pH-Wert-Messstreifen haben wir so ein kleines Heftchen, das reicht Ihnen für 100 Jahre, wenn Sie es nicht verlieren und es nicht nass wird. Packen Sie es irgendwo hin, wo es nicht verloren geht. pH-Wert-Messstreifen für 59, die zeigen Ihnen genau, aha, habe ich einen pH-Wert von 3,2, 3,5, 3,7, 4,0. In diesem Bereich, wir brauchen eine exakte Auflösung, 3 oder 4, diese Standard-pH-Wertstreifen, die nur 3 oder 4 anzeigen, die reichen nicht von der Auflösung. Wir wollen ein EM haben, was einen pH-Wert unter 3,6 hat. Das ist ein optimales EM. Dann wissen Sie, dass sich die Milchsäurebakterien gut entwickelt haben. Dann wissen Sie, dass es so sauer ist, dass sich keine Schadorganismen da eingenistet haben können. Und dann, das kann Ihnen dieses exakte pH-Wert-Heftchen bzw. die entsprechenden pH-Wertstreifen können Ihnen das exakt auf 0,2, 0,3 aufgelöst anzeigen und dann wissen Sie, hart funktioniert. Ja, das gibt es auch bei uns im Shop für 9,50. Das ist eigentlich die wichtigste Erfolgskontrolle. Gucken, dass der pH-Wert stimmt. Und ansonsten guckt man, dass es, ja, wie es riecht, wie es schmeckt, beziehungsweise ob ein bisschen Hefe drauf ist, das sieht man dann so eine Maß, ein bisschen mehr Hefe drauf oben, so eine kleine Hefeschicht, ein paar Blasen, mal ein bisschen weniger. So, das zu Ihrer Vermehrung. Wie gesagt, alle Details kann man hier unter der Videobeschreibung nochmal nachlesen in den verlinkten Seiten. Ja, vielleicht noch als Bonusfrage, ganz zum Schluss eine Sache, die dann auch kommt, kann ich denn mein EMA, mein einmal vermehrtes EM, nochmal vermehren? Eine Frage, die ja sehr gerne kommt und die, wo die Händler sich dann immer winden. Oh, so, das wollen wir Ihnen aber gerne beantworten. Und die Antwort ist im Prinzip ja. EM ist durchaus mehr als einmal vermehrbar. Aber nach unserer Erfahrung, diese Symbiose bricht bei mehrfachem Vermehren irgendwann auseinander. Also mein Vater, der hat es auch schon mal auf dreimal vermehren getrieben, aber da ist der pH-Wert schon nicht mehr so tief runtergegangen. Das heißt, die Milchsäurebakterien haben sich nicht mehr so gut entwickelt, das hat nicht mehr so sauber geschmeckt. Also da haben sich schon andere Keime reingeholt und die Qualität des EMs war nicht mehr so gut. Eine Zweifachvermehrung ist noch relativ gut möglich, also dass man ein einmal, wir machen nur eine Einmalvermehrung mit unserem EM, mit dem Triatteraktiv, wenn Sie zum Beispiel das EMA nehmen, was Sie selber hergestellt haben, oder das nochmal vermehren, ist im Prinzip möglich, dann aber nicht für sensible Anwendungen wie Silage oder Fütterung oder Fütterung. Kann auch sein, es riecht ein bisschen seltsam dann, dass es dann im Haus nicht so Spaß macht, damit zu arbeiten. Für den Boden, für den Kompost, auf dem Acker sprühen, sollte das auch in der Zweitvermehrung kein Problem sein. Und ich kenne einige Bauern, die das so machen, die ja zum Teil zehntausende Liter EM im Jahr herstellen, damit sie eben ihre Ackersprühung machen können. Die fahren dann eben fünfmal im Jahr auf dem Acker sowieso mit zum Beispiel Fungiziden, mit Herbiziden, mit Spurenelementen, Dünger, mit Flüssigdünger.
Und jedes Mal, wenn man mit dem Acker Spritze über den Acker fährt, kann man da ein bisschen EM mit reinmachen. Braucht man gar nicht viel. 5 Liter EM, 10 Liter EM auf dem Hektar. Einfach mit in die Spritze mit rein. Das EM überlebt die Gifte überleben das EM, die funktionieren sogar ein bisschen besser zusammen. Weil die einen, die Schadmikroorganismen, Fungizide zum Beispiel, die Pilze abräumen und EM dann gleich positiv besiedeln. Also in der Kombination sind die besser sogar als einzeln. Aber ein Teil dieser Bauern ist schon so weit, dass sie jetzt so intensiv EM angewendet haben, dass sie zum Beispiel Fungizide gar nicht mehr brauchen. Dass sie das nur noch mit EM rüberfahren zum Beispiel. Genau, also dass die 10.000 Liter EM ansetzen und eine Zweitvermehrung machen. In der Größenordnung lohnt sich das dann. Und wie gesagt, auf dem Acker ist, dass es nicht perfekt rein ist, nicht so problematisch. Wie gesagt, für die Fütterung, für die Silage, für die Anwendung direkt bei Tieren oder so würde ich es eher nicht machen. Aber für die Gülle, für den Kompost oder für den Ackersprühung ist eine Zweitvermehrung denkbar, aber anspruchsvoll. Also man muss wirklich exakt arbeiten. Ich habe gesagt, man muss mit Liebe dran arbeiten. Man muss mit Liebe dran arbeiten. Also es ist nicht so, ich gebe mal dem unmotiviertesten Hilfsarbeiter hier auf dem Hof, der muss jetzt das EM ansetzen. Das wird nicht funktionieren. Erstens muss man auch ein bisschen Aufmerksamkeit und Sorgfalt natürlich haben. Man muss sauber arbeiten. Die nach dem Abfüllen muss, also man füllt das dann am besten in Flaschen oder Kanister ab, nach dem Abfüllen. Und dann ist es auch haltbar, wenn das in so einer Flasche abgefüllt ist, pH-Wert 3,6 und also 3,5 und tiefer unter 3,6, dann ist das ein Jahr und länger haltbar. Also das wird nicht schlecht, das bleibt sauer. Und ist auch für für alle Anwendungen dann eigentlich auch nach einem Jahr noch gut verwendbar. Auch wenn dann die Aktivität der Mikroorganismen ein bisschen runtergegangen ist, die Zahlen der Mikroorganismen ein bisschen runtergegangen ist nach ein paar Wochen, Monaten, aber das ist trotzdem noch extrem wirksam. Also es wird sogar für einige Anwendungen ist altes EM sogar besser. Also man muss sauber arbeiten, man muss gutes Wasser haben, man muss die Temperaturen einhalten, man muss gucken, dass man ja durchaus auch mit Liebe dabei arbeitet. Es gibt immer wieder Geschichten von Landwirtschaftsbetrieben bzw. EM-Vermehrern, die es nicht schaffen, trotz aller Sorgfalt EM zu vermehren, wo sich dann rausstellt, Mensch, zum Beispiel stand unter einem Sicherungskasten. Der Sicherungskasten hat mitunter je nach Stärke, ja, aber hat dann starkes elektromagnetisches Feld. Das mögen die zum Beispiel nicht. Aber selbst das ist manchmal nicht der Fehler, sondern der Fehler war, da ist in dem Haus ein krebskrankes Tier, der Hund in dem Falle bei einer Anwenderin, und der hat irgendwie diese Umgebung da so vergiftet, stank auch. Dass sich in der Umgebung kein Ehemann sitzen ließ. Eine andere Story wäre, dass wir, das war nicht ein Kunde von uns, aber von dem wir dann gehört haben, dass ein Landwirtschaftsbetrieb es nicht hingekriegt hat, trotz aller Sorgfalt EM richtig anzusetzen. Und dann stellte sich heraus, der Mitarbeiter, der das EM dann ausbringen sollte, bei der Schweinefütterung, was mehr Arbeit war, was hat sich der Chef da schon wieder aufgedacht, was für ein Scheiß, der ist da jeden Tag dran vorbeigegangen und hat dem kräftigen Tritt gegeben, dem 1000-Liter-Container mit EM. Und ja, warum, man weiß es nicht, aber das mögen sie nicht. Sie wollen mit Liebe behandelt werden, die Mikroorganismen, und die haben niemals den richtigen niedrigen pH-Wert erreicht. Also mit anderen Worten, es braucht Sorgfalt, es braucht Liebe, wenn man selber vermehrt. Und gerade bei der Zweitvermehrung muss man wirklich sehr sauber arbeiten, damit man da noch eine halbwegs gute Qualität hinbekommt. Also sprich, für die meisten Anwender ist es so, kaufen Sie es fertig. Das wird das Einfachste, und für die kleinen Mengen, Kleingarten und so wird es das Sinnvollste sein. Wenn Sie es mal ausprobieren wollen, machen Sie eine Erstvermehrung. Probieren Sie gerne auch mal die Zweitvermehrung, aber wie gesagt, Kostenersparnis bei der Zweitvermehrung ist gar nicht mehr so groß. Sie haben vielleicht ein 70, also je nach Größenordnung, ne? Nach 1000 Liter oder 10 Liter. Ich sage mal jetzt 1000 Liter Preise, wenn Sie das 1000 Liter mäßig vermehren, haben Sie vielleicht
je nach Rezept 50 bis 70 Cent pro Liter kosten. Und wenn sie eine Zweitvermehrung machen, dann sind sie irgendwo bei 40 Cent, 30, 40 Cent kosten pro Liter. Also der Preisunterschied pro Liter ist dann gar nicht mehr so groß, ja, ist dann die Starterkultur gar nicht mehr der wesentliche Preisfaktor, sondern die Melasse brauchen wir ja trotzdem, die anderen Zutaten, Apfelessig, Keramikpulver brauchen wir ja trotzdem, die Arbeitszeit und den Strom brauchen wir trotzdem. Von daher wirklich nur für Leute, die das mit Liebe betreiben und sehr sorgfältig und die das dann auf dem Acker oder für Gülle oder so verwenden. Da ist eine Zweitvermehrung denkbar. Ansonsten eine Erstvermehrung, so wie sie es von uns bekommen, in optimaler Qualität. Damit können sie dann alles machen. Das ist sauber, das ist hygienisch. Und das erreicht immer den pH-Wert von 3,6, 3,5 und tiefer. Ja, Sie sehen schon, Mikroorganismen, ja, es ist nicht ganz trivial. Ne? Also nicht umsonst kann man Mikrobiologie studieren. Nicht umsonst gibt es Lebensmitteltechniker, die ihr ganzes Leben nichts anderes tun, als versuchen, das zu nutzen und in der richtigen Weise zu nutzen. Und nicht umsonst ist es eine Kunst, Sauerteigbrot anzusetzen, Sauerteig zu führen. Also das sind alles ganz ähnliche Bereiche von Mikroorganismen und hier arbeiten wir im Grunde auch in so einem Bereich. So, wenn Sie das dann vermehrt haben, dann jawohl, da steckt Ihre eigene Liebe, Ihre eigene Energie drin, Ihre eigene Arbeit und dann selber im Garten bzw. in der Landwirtschaft oder im Haushalt anzuwenden, macht dann sicherlich doppelt so viel Spaß. Und damit können Sie die Mikrobiologie vielleicht in sich selber, aber auf jeden Fall um sich herum im Garten für Ihre Nahrung und so weiter optimal positiv beeinflussen. Das ist das, was Sie eben kann. Fäulnisprozesse vermeiden, Schimmel vermeiden, positive Umsetzprozesse fördern, sodass Sie frische Gerüche haben, Humusgerüche bzw. Optimale Vitamin- Antioxidantienversorgung der Böden, der Pflanzen. Und damit viel Erfolg beim Ansetzen und beim Einsetzen von EM und bis nächste Woche.